Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Erfolgreich Verkaufen. Mein Name ist Alex, es freut mich, dass du wieder am Start bist und du hast es am Titel gesehen. Heute in dem Video soll es darum gehen, dass wir über Phishing-Mails, über Spam-Mails sprechen, wo versucht wird, in letzter Zeit wieder vermehrt an unsere Daten zu kommen, um unsere Daten zu stehlen. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, worauf du genau achten solltest, sodass du deine Daten schützt und diese nicht in falsche Hände geraten. Wir schauen uns gleich einige Mails an meinem Notebook an und dann anhand dessen zeige ich dir, worauf du da genau achten solltest. Schau dir das Video auch bis zum Schluss an, denn es ist sehr, sehr wichtig. So kannst du deine Daten definitiv schützen mit diesen Tipps, die ich dir hier an die Hand geben möchte. Ja, dann lasst uns mal einfach anschauen, welche E-Mails es hier betrifft, beziehungsweise welche E-Mails ich bekommen habe als Phishing-Mails, wo versucht wird, an meine Daten zu kommen. Und die erste E-Mail, seht ihr direkt schon, ist von eBay. Und es ist so, bei eBay generell zu sagen ist, alle E-Mails, die ihr per E-Mail auf eure E-Mail-Adresse bekommt, sind auch generell immer in eurem Postfach bei eBay im Verkäuferkonto. Deshalb achtet einfach nur auf diese Nachrichten, die ihr im Verkäuferkonto bekommt, weil die sind zu 99% safe, dass die auch tatsächlich von eBay sind, beziehungsweise von den Kunden, die bei euch bei eBay gekauft haben oder kaufen möchten. Ja. Ab und zu kommt es dennoch vor, dass eBay euch irgendeine Information, eine Nachricht schreibt und diese separat auch an eure E-Mail-Adresse gerichtet wird. Und anhand dessen möchten wir gleich mal schauen, worauf ihr achten solltet, um da nicht direkt was Falsches anzuklicken und eure Daten irgendwo einzugeben. So, als allererstes achtet bitte darauf, dass der Absender wirklich von eBay ist. Ja? Das ist der erste Blick, den ich mache bei einer E-Mail. Von wem kommt denn das? Und es steht zwar hier eBay dabei, aber danach kommt hier irgendein stratoserver.net und das ist in der Regel totaler Quatsch. Da kann man direkt diese E-Mail löschen und weil eBay würde nie extern über andere Server irgendwas versenden. So, Betreff Verkäufer Manager Pro Abonnement ist beendet. Okay, das könnte was Wichtiges sein. Und dann ist die E-Mail natürlich sehr super aufgebaut, so wie es auch eBay machen würde. Beispielsweise mit einem Logo hier mit den gelben Streifen, wie die das auch machen. Und dieses Button ist auch von eBay, wie die das sonst machen. Jedoch habt ihr hier eine kleine Nachricht, wenn man diese liest. Und zwar, diese Nachricht wurde von eBay angesendet. Okay, da ist schon mal ein Fehler. Abgesendet wäre das Richtige. Und zwar, was wichtig ist, worauf die hier tatsächlich auch in der E-Mail darauf hinweisen, was lustig ist, ihr Vor- und Nachname in dieser Mitteilung ist ein Hinweis darauf, dass die Nachricht tatsächlich von eBay stammt. Okay, wo ist denn mein Name, bitteschön, mein Vor- und Nachname? Es steht nur Hallo, Komma. Ja? Und das ist auch definitiv direkt ein Indiz, dass es sich hier um eine Fake-Mail handelt. Ja? Habe ich jetzt gestern erst bekommen, ich nehme das Video heute am 23. auf. Und es ist super lustig, wie da Fehler begangen werden und im Grunde genommen dann ja, sich selbst hier eine Falle gesetzt. Okay, das ist die eine E-Mail. Also auf sowas direkt achten. Ja? Die nächste E-Mail wäre hier zum Beispiel eine Kundennachricht, die wir bekommen haben. Und hier wird auch zu der Kaufabwicklung irgendwas gefragt vom Kunden. Er hat wohl auch einen Screenshot geschickt. Also ich habe die externen Dinge jetzt auch gar nicht aufgerufen. Die blockt mein Programm. Ich nutze hier übrigens Thunderbird. Damit kann ich verschiedene E-Mails direkt einpflegen und abchecken. Aber zurück zu der E-Mail. Wir sehen hier vom Kunden ist eine E-Mail gekommen. Also der erste Blick erstmal zum Absender. Von eBay. Okay, eBay-Ad. Okay, onepay.cu, auch wieder irgendeine Seite, wo versucht wird, einfach nur euch die Daten zu klauen und dann wird hier auch tatsächlich irgendwas gezeigt. Wenn ihr dann ganz unten, nach ganz unten scrollt, seht ihr auch hier, dass hier irgendein Artikel gemeint ist für 20 Euro. Sagt mir jetzt so nichts, Verpackung original verschlossen. Okay, wenn ihr das anhand dessen schon seht, dass ihr solche Artikel auch gar nicht verkauft, auch abgehakt, direkt löschen und zur nächsten E-Mail.
So, da haben wir auch noch mal eine Kundennachricht, auch wieder hier von eBay, wieder irgendeine Internetseite, scheinbar hier auch irgendwas mit Italien. Okay, da wird wohl was aus Italien sein. Hier haben wir auch Antwort an no reply at eb.it. Ja, die versuchen das zwar, alle Domains abzudecken, die ähnlich aussehen wie eBay, wo man schnell denkt, okay, das ist eBay, und dann macht man schnell den Fehler, klickt man hier drauf, gibt seine Daten weiter und schon hat es jemand anders, ja. Und was dann passiert, wünsche ich keinem, weil dann können die mit eurem Konto anstellen, was die wollen. Schauen wir uns die nächste E-Mail an. Das ist auch was vermehrt und häufig ankommt bei mir, und zwar die Rechnung von eBay. Ja, tatsächlich verschickt eBay auch per E-Mail die Rechnung. Jedoch wird dann hier mit Vor- und Nachnamen euch werdet ihr angesprochen, und dann seht ihr auch tatsächlich hier den Betrag, wo ihr dann auch die Rechnung herunterladen könnt. Das haben die hier auch wieder super gemacht, auch super alles die Aufteilung gemacht, wie das auch eBay macht. Jedoch muss ich auch hier wieder dazu sagen, wie ich am Anfang das Ganze angesprochen habe, ihr kriegt das parallel auch bei euch in eurem Verkäuferportal eBay, bei den Nachrichten, in der Nachrichtenbox, so dass ihr da eure Daten einfach herunterladen könnt und gar nicht auf die Versuchung kommt, hier wirklich euch zu verklicken und das tatsächlich als eine echte E-Mail anzunehmen von eBay. Deshalb eignet euch an, einfach die ganzen eBay-Rechnungen, die ihr so bekommt, und alle weiteren Anliegen, die von eBay kommen, einfach über die Nachrichtenbox abzuwickeln. Auch das ist, wie gesagt, eine Fake-Mail. Wir sehen hier, dass es von irgendeiner Seite kommt, die auch gar nicht korrekt ist und dementsprechend auch hier eine Phishing-Mail ist. So, schauen wir uns das nächste an. Das wäre sowas hier, und zwar, Sie haben einen Kommentar und ein negatives Feedback erhalten. Vor kurzem hat dieser Kunde ein Produkt von Ihnen gekauft. Okay, was ist nun mit meinem Paket, schreibt er. Gut, hier kann man den Status überprüfen und dann klickt man weiter und dann wird es direkt, ja, wieder irgendeine Seite weitergeleitet, wo dann wieder versucht wird, an eure Daten zu kommen. Sowas kommt sehr häufig vor, so eine Abbildung quasi, und die ist natürlich sehr schnell als Spam bzw. Phishing-Mail zu erkennen. Jedoch auch das vorsichtig sein, ja. Und dann habe ich noch eine separate Mail hier von Amazon gefunden. Und zwar haben wir hier auch von Amazon Seller Central Communications, okay, Amazon at konto-aktualisierung.com. Okay, sagt mir so nichts. Ich habe die Seite geguckt, da ist nichts. Es wurde einfach nur rein theoretisch, die Domain wurde für ein E-Mail-Postfach genutzt und somit wird hier dann Spam-Mails bzw. Phishing-Mails versendet und hier Datenklau betrieben. Auch hier sehen wir keine Daten, es wird einfach nur mit Hallo, Komma, und dann wird hier irgendwas verlangt, dass man hier irgendwas aktualisiert und. Auch sowas ist ein Indiz dafür, dass es nicht wirklich von Amazon ist. Amazon schickt sehr viele Mails natürlich über die E-Mail-Adresse und spricht euch da über eure E-Mail-Adresse an, die ihr festgelegt habt. Ihr könnt ja Amazon-Adressen für jeden Bereich und für jedes Thema separat festlegen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch hier darauf geachtet wird, wenn es sich um eine Phishing-Mail handelt. Hier haben wir ein sehr schönes Beispiel. Auch hier ein Anhang, und zwar ein Anhang.html. Mit der Endung HTML sehen wir hier, es wird direkt auf eine Seite weitergeleitet. Das heißt, vielleicht müsst ihr hier nichts oder könnt ihr hier nichts anklicken, aber es ist ein Anhang da. Über den werdet ihr genauso auf irgendeine Seite weitergeleitet, wo ihr dann eure Daten eventuell weitergebt und diese in falsche Hände geraten. Auch wenn es mal eine PDF-Datei sein sollte, müsst ihr auch hier vorsichtig sein. Auch diese können die Eigenschaft haben, dass ihr auf Seiten weitergeleitet werdet und dann da eure Daten preisgibt. So, so viel einmal zu den Beispiel-E-Mails, die ich so in letzter Zeit bekommen habe. Achtet da bitte drauf, und nochmal zusammengefasst, schaut euch den Absender an. Schaut euch den Betreff an, schaut, ob ihr wirklich mit dem Namen angesprochen werdet, mit eurem Vor- und Nachnamen oder irgendwelche anderen Daten von euch da mit inseriert sind, weil sehr wenige machen sich die Arbeit, um da wirklich jeden anzusprechen. Die verschicken das einfach nur an
als Masse, Massen-E-Mails an die ganzen Leute raus. Und bei vielen haben sie natürlich Glück, dass die dann darauf klicken. Und das Wichtigste ist natürlich, wo ihr definitiv auf der sicheren Seite seid, schaut die Nachrichten immer über den jeweiligen Marktplatz an. Ja? Das heißt, sowohl bei eBay als auch bei Amazon über die Nachrichtenboxen kriegt ihr die gleichen Nachrichten auch von dem jeweiligen, von den jeweiligen Kunden als auch von dem jeweiligen Marktplatz selbst, wenn was Wichtiges ansteht. So viel zu diesem Video. Ich hoffe, dir war das Video hilfreich und hat dir hier ein bisschen was Neues gezeigt. Ich freue mich, wenn du diesem Video einen Daumen hoch gibst, damit es auch andere sehen und gewarnt werden vor solchen Phishing-Mails. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie Amazon und eBay, das Verkaufen auf den Marktplätzen, die Selbstständigkeit, Motivation, Investition und vieles mehr, dann abonniere auch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich wünsche dir viel Erfolg, sei vorsichtig und alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.